Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, beim gestrigen Livestream hat es ja leider nicht geklappt. Ich wollte das MOS-Finale zocken und ja, leider ist Quill immer wieder stehen geblieben mit den Valve Index Controllern. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt probiert man das Ganze mal mit der Quest 2 über Virtual Desktop. Und ja, ich bin gespannt, ob es jetzt funktioniert. Und ich würde sagen, ich fange nochmal genau da an, wo man im Verlies ist. Und ja, dann hat man so ein bisschen mehr Spielzeit. Und ja, die Fehlversuche werde ich wahrscheinlich auch rausschneiden. Aber ich denke mal, damit wird es mit Sicherheit besser funktionieren. Und ich bin echt gespannt. Also viel Spaß. Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Gestank? Darren? Das werden wir noch rausfinden. Tut mir so leid, Quill. Ehrlich. Alles war still. Bis auf einen angriffsbereiten Schatten. Im Inneren fühlte sich Quill, als ob sie beim Anblick dieses Schreckens in Treibsand versinken würde. Die Gestalt holte aus, Metall krachte und Adrians Licht erlosch. Da war Adrian tot. Quills Herzschlag erweckte Sarfox Aufmerksamkeit. Er war ein Monster von solch entsetzlicher Ungeheuerlichkeit, dass mit dem Leben davonzukommen unmöglich erschien. Doch dann beleuchtete der Leser einen Spalt im Stein. Quill sprang durch die Öffnung, die gerade noch groß genug war, und entkam knapp dem Schnappen von Sarfox feurigem Kiefer. Glasrelikt. Quills verzweifelte Flucht war instinktiv. Die abgetrennten Glieder, die vor ihr lagen, dienten als quälende Erinnerung daran, dass schon unzählige vor ihr hier ums Leben gekommen waren. Ihr Adrenalinspiegel sank. Zitternd und schweren Herzens verlangsamte sie ihr Tempo, stockte und fiel auf den kalten Boden. Och. Quill hatte sich noch nie so klein und hilflos gefühlt. Es wäre eine Armee nötig, um Sarfog zu besiegen. Dann fühlte Quill eine sanfte, wärmende Berührung und sie nahm alle ihre Kraft zusammen und schaute auf. Der Leser war immer noch da, zwar so ausdruckslos wie immer, doch mit unerschütterlicher Loyalität. Die Zwei-Mann-Armee, würde ich sagen. Quill spürte die Tiefe ihrer Verbindung. Welch eine Stärke die Zweisamkeit hervorrief. Sie hatten es so weit gebracht. Gemeinsam. Mein Freund, ich brauche deine Hilfe. Wenn wir Sarfog nicht sofort aufhalten, wird er nicht aufhören, bis er uns in Stücke gerissen hat und mein Onkel tot ist. Bleibst du an meiner Seite? Wollen wir es versuchen? Auf jeden Fall. Und
Ich hoffe, dass es jetzt besser klappt als im Livestream. Weil eigentlich liebe ich dieses Spiel. Und ja, im Livestream gestern habe ich es fast schon gehasst. Hier muss ich mal kurz aufstehen, weil ich sonst sehe ich nicht, wie ich hier springen muss. So, jetzt aber. Du machst erstmal gar nichts, ne? So, das braucht man nämlich nicht. So. Let's do it, Quill. Diesmal schaffen wir es. Versprochen, kleine Maus. Hast du auch? Komm, Quill, weiter geht's. So, hier war mein Horror-Szenario. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Echt. Lauf, Quill, lauf! Guck mal, wie locker das geht. Das war gestern gar nicht möglich. Guck mal, beim ersten Versuch. Okay, weiter geht's. Ja, da hätten wir gestern eigentlich schon, wenn es nicht so problematisch gewesen wäre. Also wer es nicht mitbekommen hat, die Maus hat gestern immer wieder gestoppt. An speziellen Passagen, ich kam nicht um die Ecke, ich konnte nicht weitergehen und immer hat mich die Schlange erlicht. Ja, der Livestream ist unten auf jeden Fall verlinkt. Schau mal rein, falls es euch interessiert. Auch bei solchen Passagen hat mich immer wieder gestoppt. Ich habe nicht mehr diese Probleme, die ich beim Livestream hatte. Ist das schon mal gut? Komm, Quill, wir schaffen es. Das war das Level, wo ich aufgehört habe. Jetzt bin ich gespannt. Weiter geht's. Lauf!
ist wahrscheinlich direkt zack, zack, zack. Lauf, Quill. Mist. Okay, das war's. Man darf hier echt eigentlich gar keinen Fehler machen. Du kleine Maus. Sehr, sehr gut. Wow, das sieht cool aus. Oh Leute, jetzt freue ich mich umso mehr auf den zweiten Teil. Und ich dachte echt gestern irgendwie am Anfang, dass ich schuld bin. Aber es scheint irgendein Problem mit der White Phil suchte den stillen Gang ab. Onkel? Onkel? Rief sie. Wo ist der Onkel? Doch nur ihr Echo antwortete. Wo ist der Onkel? Das Ganze haben wir dann nur gemacht, um den Onkel zu retten. Jetzt nicht wirklich sehen, ne? Quill, bist du es wirklich? Du musst hier raus, wenn Safok dich findet. Onkel, Safok ist tot. Mhm. Seine Stimme zitterte, während er sprach. Das Glasrelikt, der Leser, ihr habt zueinander gefunden. Ich wollte dich vor all dem beschützen. So eine Last kannst du nicht alleine tragen. Ich bin nicht allein. Genau. Meine Quill, du bist so stark und hast sogar einen Begleiter, verkündete er. Wir sind jetzt in Sicherheit, versicherte sie ihm. Gehen wir nach Hause. Nein, Quill. Du bist noch nie in so großer Gefahr gewesen. Seine Stimme stockte. Die Geheimnisvollen geben sich durch den Tod Safoks noch lange nicht geschlagen. Das Glasrelikt des Königs ist hier in der Burg versteckt. Du musst es wiederfinden. Wo? Wir sind bereit. Ein vielversprechender Anfang, allerdings. Schon so lange versuchte ein ständiger Schatten, unser aller Ende zu schreiben. Doch deine Verbindung zu Quill wird stärker und stärker werden. Eure Schicksale, auch wenn noch nicht geschrieben, sind nun eng miteinander verbunden. Und das gibt Hoffnung. Ja. Eure gemeinsame Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ruh dich nun aus, werter Leser. Denn schon bald geht es weiter. Ja, Leute, das war Moss. Ich bin durch und
Hammer-Game, muss man einfach ganz klar sagen. Sowas hat man bis jetzt noch kein zweites Mal. Und ich bin echt froh, dass ich durchgespielt habe. Und alle Leute, die genau an so einer Stelle bei Starfog gestorben sind wie ich und immer wieder hingeblieben sind, es liegt scheinbar irgendwie an der Kombination SteamVR, Valve Index Controller und MOS. Keine Ahnung, wo das Problem ist. Ich habe den Entwickler angeschrieben. Mal schauen, ob ich da noch eine Antwort bekomme. Auf jeden Fall mit der Quest hat es jetzt ohne Probleme funktioniert, habt ihr ja gesehen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt. Also Abo raus, Like-Button nicht vergessen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr könnt mir auch gerne unter die Kommentare schreiben, wie ihr MOS fandet, was sagt ihr zum Ende und freut ihr euch auch auf Teil 2? Und damit verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss.